Glück auf, Minecraft-Freunde. Willkommen zurück zu diesem kleinen, heiteren Let's Play hier. Hier würde ich es noch gar nicht so hoch machen. Sondern hier ist dann so ein bisschen das, was dann quasi schon langsam etwas sich der normalen Höhe hier anpasst. Weißt du? Mache ich hier so, das soll ja ungefähr ein tiefer sein. Und hier so die Grenze quasi, das Grenzgebiet. Wo dann hier schon langsam dann quasi die Erde ist. Wir einfach noch ein bisschen Erde aufschütten, dass wir einfach noch ein bisschen mehr grüne Landschaft hier bekommen. Denn einfach grüne, saftige Wiesen einfach schöner aussehen als diese kahlen Sandlandschaften. Also, ich mag die jetzt nicht so sehr. Bin da eher so der Wald- und Wiese-Freund in dem Spiel, optisch. Eine Sache, die ich mal die Zuschauer fragen will. Nein, nicht der Track, auch nicht der Track. Ach komm, wir sind ja nicht in Texas. Und auch nicht in Detroit. Nee, komm. Hab auch schon tausendmal gehabt. Das ist theoretisch auch schon ziemlich häufig, aber egal. Ach ja, und zwar habe ich ja so mal Games und Technik angesprochen vor, ich glaube, 2 Episoden oder sowas. Darum würde ich mir gerne mal so wissen wollen, was sind denn so die Spiele, die ihr euch kaufen wollt in der nächsten Zeit? Also das können AAA-Games sein, einfach alles, wofür so das Interesse da ist. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, tatsächlich. Was man denn so spielen will. Wofür man so sein hart verdientes Geld ausgeben will. So, gucken, genau ab hier soll es dann quasi nach oben gehen. Und da fehlt mir die Erde dazu. Schön. Nochmal ein paar Stapel holen. Gibt es da so spezifische Präferenzen an Games, sowas wie Sims zum Beispiel? Ich kenne gerade das Genre dafür nicht, ob das irgendwie Simulation, Live Simulation oder irgendwie sowas sein soll. Oder freut man sich schon aufs nächste Battlefield oder keine Ahnung, auf Minecraft 2 oder 3, was wahrscheinlich niemals rauskommen wird, das aktuelle einfach zu erfolgreich ist. Der dauernd eh geupdatet wird, von daher ist es ja ein No-Brainer. Beziehungsweise, welche Eigenschaften müssen denn Games haben, um heute noch bei der generellen Audienz noch als gut zu gelten? Das würde mich auch mal so interessieren. Legt man Wert auf Story, auf Gameplay-Elemente, dass vor allem Gameplay-Elemente irgendwie neu sind oder sich neu anfühlen, es neuartig anfühlen. Was ist denn so da die Präferenz? Nun einfach mal so ganz stumpf reingefragt. Das würde mich dann doch schon mal interessieren, tatsächlich. Denn es gibt ja allerhand verschiedene Spiele, gefühlt einen zig Millionen Entwickler, ne? Ich muss ja so für mich so sagen, dass ich Leute nie nicht so nachvollziehen kann, die sehr gerne Bethesda-Rollenspiele spielen. Da diese jetzt nicht so dafür bekannt sind, namhaft gut zu sein. Also nicht so nach typischen Rollenspiel-Standards zum Beispiel. Gut, du hast deine Charakter- und Charaktererstellung und bla und Föhn. Aber ja. Braucht das jetzt? Ist das ein höher als der Boden da?
Ja, ist es okay. Oder ich bin ja so ein Mensch auch, der sich sehr gerne auf Souls-Likes, also gute Souls-Likes freut. Ich weiß nicht, ob da der ein oder andere das so ähnlich denkt, die auch gerne spielt, eventuell etc. Und vor allen Dingen viel PP noch dazu. Gut, dann haben wir hier dann schon mal aufgeschlossen, das Sand, ne? Der Sand, der muss noch schön weg hier. Dann kommt ja einfach Erde hin. Und dann müsste ich auch bald mal mit den Fichtenzäunen ja mal noch einmal quasi rumschließen. Dass das quasi auch das passende Geländer dafür hat. Wäre ziemlich vom Vorteil. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen Fläche gemacht. Ja, fehlt noch ein Zaun, ne? Eventuell kann man hier auch noch was hinbauen, so eine Küstenwache oder wie sowas. Ist ja auch alles möglich, ne? Alles möglich in diesem Spiel. Wenn man die Kreativität dafür hat, ist hier wirklich alles machbar. Zack. Wir haben eine Sandkiste, ne? Genau, wir haben eine Sandkiste. Und wir auch prächtig viel Sand drin haben. Das muss man mal so schon sagen. Wir haben da prächtig viel drin. Mal gucken, wie weit der Stein schon ist. Der ist sogar schon fertig. Geil. Das ist wirklich geil. Eventuell, da muss ich noch ein bisschen Kohle holen. Kann ich von den Stapeln auch schon mal welche nochmal zu diesen glatten Steinen nochmal einschmelzen? Und auch dafür, denn auch davon haben wir kaum noch was da. Das sieht auch schon langsam ziemlich mau aus. Und auch da hinten müssen wir langsam noch was bauen. Und zwar die Abzäunung vom Betriebsgelände quasi und die Einrichtung. Aus, ein, zu, von, bei, ne? Das sind alles theoretisch Richtungen, wo man irgendwie was damit machen kann. Ja, der absolute Billigstich, den, keine Ahnung, für 10 Euro bei Ikea irgendwie. Du kannst halt hier relativ wenig reinbauen, wegen der Dachschräge. Das kenne ich auch von zu Hause, dass Dachschrägen einen relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Möbel und so ein Zeug einfach wegnehmen. Das kenne ich ganz gut. Gut, dann noch mal ganz kurz. Ja, wie viel haben wir? Ich würde sagen, 3 Stapel kommen hier so rein und die anderen 3 schmelzen wir noch mal zu glattem Stein. Einfach, dass wir mal ein bisschen was da haben davon. Jetzt kommt wieder 3. 8. 8. Nochmal 8. Bada bang. Bada boom. Und nochmal bang. Genug. Ja, gut. Die Kohle kann ich mal so dabei lassen. Ich wollte schon erstmal noch ein paar Fackeln herstellen, aber wir haben ja genug. Fackeln haben wir definitiv genug. Ich könnte mal gucken, was unsere Monsterfalle gerade so geschieht, aber da dürfte auch nicht so viel los sein. Ne? Die waren ja erstens ausgeschaltet und zweitens waren wir ein bisschen weit weg gewesen. Das dürfte schon gar nicht mehr im geladenen Gebiet sein, so das müsste außerhalb gewesen sein. Nö. Die sind wirklich gespawnt. Krasser Shit. Hier wollte ich erst noch was hochzimmern, so einen Zaun, aber irgendwie das schließt halt nicht oben ab, weißt du? Und auch hier müsste eigentlich nur noch so ein Bürostuhl hin. Und da passt halt ja nicht so. Halt nicht mehr so wirklich rein, ne? Weil hier einfach zu wenig Platz ist. Außer ich würde den Tresen einen nach vorne ziehen. Wir gucken mal, ob das aussieht. Das glaube ich so gehabt, ne? Ich bin gerade dumm.
Das war ja sogar... Wartet mal. Aber ja, so gebaut, ne? Ist noch theoretisch noch genügend Platz hier im Raum. Da kann ja hier auch noch so ein Ding hin. Mal kurz gucken, wie ich es gebaut habe. Wartet mal. Also, zwei Trapdoors. Zwei Schilder und ein Halbstein und so ein Banner. Ach, der Check ist es auch mal wieder geil. Quasi das Papierspiegelinstrument hier. Dieser Kamm mit Brotpapier, wie das heißt. Das hat man mal, das habe ich auch, glaube ich, schon erzählt, mal in der Kita damals gemacht, tatsächlich. So, wo haben wir denn? Genau hier. Ich brauche zwei davon. Einen davon. Und zwei davon. Geil, es passt. Dann brauche ich ein Banner. Sechs Stück, Alter. Das ist natürlich echt viel Wolle, ne? Wir könnten theoretisch machen mal einen grauen Stuhl. Weißt du? Ist auch mal ein bisschen was Neues. Wir müssen ja auch nicht alle dieselben Stuhlfarben haben. Ist die Frage, habe ich den Crafting Table noch drüben stehen? Sonst wäre es ein bisschen dumm, da jetzt nach drüben zu laufen. Der ist sogar noch hier, schön. Und dann machen wir hier das einfach hin. Und zwar machen wir den Stuhl. Hier ist ja der Eingangsbereich, ne? Machen wir einfach hier hin. Zack. 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 Und zack. Haben wir hier noch so schön, ne? Doch schön. Ein bisschen mehr Büroräume geschaffen. Und theoretisch musste auch noch irgendwie in diese Ecke noch was rein. Nur was ist die Frage? Man könnte theoretisch zum Abschluss von dem Regal noch was mit Trapdoors machen. Warte mal. Ab erstmal gehe ich mal ein bisschen schnetzeln. Denn wir brauchen ja EP. Da. Geil. Hier ist sogar schon ein bisschen mehr los. Geil. Da kommen wir alle ran hier. Ja. Zack aus und zack ein. Na, Spinne, willst du nicht runterfallen? Geil, ne? Das klappt wunderschön. Und einmal wieder geklärt. Das war fast ein ganzes Level up. Ja, egal. Du kannst da bleiben, wo du bist. Und es geht ganz schnell nach oben. Wunderschön. Wunderschön. 36 Knochen haben wir bekommen. Ja. Das läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Rottenflash. Spinnenaugen sogar schön. Ein paar Fäden und ein paar Pfeile. Ich glaube, die Pfeile muss ich bald mal irgendwo anders reinlagern. Das ist ein bisschen... Ich wüsste halt nicht wohin, weil das ja eine Pfeilekiste zu machen könnte man theoretisch. Eventuell bin ich am Überlegen, ob ich die Metalle aussortiere und die Bodenschätze quasi. Ich habe halt nirgendwo eine leere Kiste dafür.
Keys 2 werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, ne? Machen wir hier einfach. Metallurgisches. Pass dich rein, scheiße. Metallisches. Da können wir zuerst die ganzen Barren da mal reinzimmern. Die ganzen Erze, die mal einschmelzen. Dann ist ja auch mehr, viel mehr Platz für Zeug drin. Dann könnten wir eigentlich auch die Kohle. Könnte auch die Kohlekiste umfunktionieren, theoretisch. Das sind ja theoretisch alles Bodenschätze. Wir funktionieren mal die Kohlekiste oben. Warte mal. Wir funktionieren euch mal um. Zack. Dann bleibt ihr quasi Bodenschätze. Obwohl, nee, das war doof. Das war doof. Das kann ruhig da oben bleiben. Wir werden noch ein bisschen mehr an Kohle finden. Ich muss nur überlegen, was ich da noch alles da theoretisch reinpacken kann in die Kiste. So, metallisches. Da kommen die ganzen Barren rein. Die Ingots, die Nuggets quasi. Kommt da alles mit rein. Schön sortiert. Weil noch gibt es ja bloß das bisschen Metall. Also die drei metallischen Sorten. Der Bogen. Könnte man nochmal theoretisch. Noch irgendwo normale Waffen, die nicht beschädigt sind. Rüstung, Werkzeug, spezielles, holziges. Erde 2, Erde, Bruchstein, metallisch. Ach komm, dann einfach zurück in die Waffenkiste, weißt du? Kommt es einfach dahin zurück, wo wir es hergenommen haben. Und es wird auch wieder bald dunkel. Ja, ich könnte eigentlich auch schon da mal was langsam machen. Ich müsste ein paar Werkbänke drinne bauen auf jeden Fall. Ich brauche Mauern für die, ne, für die Abzäunung vom quasi vom Betriebsgelände. Und dann muss man mal weiterschauen, ne? Darf ich jetzt mal bitte schlafen gehen? Dürfte ich bitte mich in mein Bett legen? Es ist schon spät. Alter. Warum denn nicht? Verratet ihr es mir doch, warum nicht? Jetzt schon, jetzt geht's. Gut, dann baue ich noch mal schnell ein paar Zäune, ein paar Dinger, ein paar, ihr wisst schon, ein paar Tuffmauern. Ah, ich höre schon wieder Besuch. Warte mal. Ich habe doch einen Pogen bereit. Und noch sehe ich niemanden. Hi. Ich sehe euch nicht. Zeig dich. Haha, gotcha. Wo ist der andere hin? Er hat doch ein Banner, krass. Bleib doch mal stehen. Hi. So, das müssten alle gewesen sein. Nur schnell ja nicht die EP verkommen lasst und auch nicht das Banner verkommen lassen. Da fällt mir eigentlich auch gerade was ein.
Vielen Dank für den Besuch. Und zwar die Armbrust. Die können wir gleich mal, ne? Weißt du Bescheid? Wiederherstellen. Dann den Trank. Der kommt natürlich zum Speziellen. Geil. Das Banner. Weißt du was? Das fällt mir gerade mal ein. Das könnte man noch theoretisch noch schnell machen. Und zwar in den Büroräumen. Weißt du? Anstatt einfach ein normales Banner zu haben. Haben wir einfach ein bisschen was mit Designelementen. Ne? Schön mit Designelementen. Hier oben auch nochmal. Haben auch mal dafür meine Verwendung quasi. Gut, jetzt wollte ich erst nochmal alles ablagern und dann die Folge beenden. Und dann mache ich dann das andere Zeug dann noch. Genau. So in der Reihenfolge. So, wo haben wir es denn? Spezielles. Ja, die Farbstoffe müssten eigentlich woanders rein. Ja. Ich würde es schon mal erstmal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Und tschüss.